ein bisschen runter. Also, Leute, es gibt jetzt Stream Gips Germany, die neueste Folge, die gucken wir uns jetzt an. Mit Fliegengeschmack. Ansonsten, das ganze Ding wird auch wieder bei React Clips Germany kommen. Gerne könnt ihr mal hier. Nein, nicht Hallo Porn. Aber warte, das ist das Falsche. YouTube, nicht Pornhub. Ansonsten kann ich nur sagen, hallo ihr YouTube-Jana hier auch, die jetzt dann das Ganze bei React Clips Germany angucken. Wir gehen jetzt gleich rein in das Ganze. Silred und Azratus, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Hi. Sorry, lesen wir den Kontakt, lesen ist immer ein bisschen schwierig. So, wir gehen jetzt rein. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt Snacks. Wenn nicht, jetzt ist es zu spät. Herzlich willkommen zu Stream Clips Germany. Den Format mit den Formaten. True! Oha, das ist ein Format mit Formaten. Oh, übrigens, ich weiß, dass die Leute sich immer aufregen auf React Clips Germany, dass ich die Clips immer zwischendrin pausiere. Gern geschehen. Aber dieses Teil, das gibt's auch bei so einem. Bei mir hat so ein Trampolinpark-Ding aufgemacht. Und da gibt's auch so ein Teil. Das muss ich, da muss ich mal hin. Ja, doch, jetzt geht's. Hä, aber die Ecke ist doch. Oh, scheiße, okay, ja, vergiss. Ja, aber da sind alle noch weiter. Nora hat uns alle weitergemacht. Oha, einfach einen Bug ausgenutzt. Da ist unten ist nix. Das ist nur oben. Aber wie soll ich das zeigen? Muss ich so? Oh! 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 Oh mein Gott! Oh! 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 Uff! Oh! Oh! Alter! Puh. Oh, das war knapp! Es hat schon ein bisschen stark sass geklungen. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ne? Also es war jetzt schon rasant, ne? Es war schon rasant und lustig. Aber wir machen jetzt mal so, Leute. Ihr macht jetzt eure Augen zu. Ich sag euch, wann ihr sie wieder aufmachen könnt, okay? Ihr macht jetzt alle eure Augen zu. Und ihr hört nur hin. Und dann sagt ihr mir am Ende, wenn ihr eure Augen wieder aufmachen dürft, was ihr hört. Hm. Aber wie soll ich das zeigen? Muss ich so? Oh! 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 Uff! Oh! Oh! Alter! Puh. Oh, das war knapp! Ihr dürft jetzt eure Augen übrigens wieder aufmachen. Warte! What the fuck? Beppi, schön, dass du auch da bist, was geht? Hi, also doch Porn, aber ich glaube auch. PUBG Déjà-vu, nee, ich war nicht so. Ja, nee, ich auch nicht. Erst so spielen Mario Kart tatsächlich. Ist gut, wir haben die Synchronstimme von deinem. Was? Fensley? Auch so gehört? Was? Gar nicht. Danke, ich bin gekommen. What the fuck? Gerne, Atlas. Schön, dass ich dir helfen konnte. Mir kam da etwas Versautes in den Sinn, echt. Klingt nach, was ist, klingt nach Mini-Stream. Ja, guck, Martin spielt's richtig ein, es klingt nach Pornhub. Ey, Martin, dankeschön für den Sound Alert, schön, dass du auch da bist. Und hallo, Lucario, schön, dass du reinschaust. Wie geht's, wie steht's, hi. Hört sich an wie die Clips von Vivi OnlyFans. Halt, stopp, es gibt kein Vivi OnlyFans. Halt, stopp, es gibt kein Vivi OnlyFans. Müssen da machen. Bediene das Abflussgerät. Da hab ich doch. Hallo? Ona? Ja, okay. Das heißt, hier müssen wir Handtücher einräumen. Oh Gott! Meine Ganz kurz, das ist zum Beispiel eins der Horror-Games, das wir spielen könnten. Das ihr euch aussuchen dürft. Presse, ich hab gepupst. Lauter Schreck hab ich gepupst. Als ob, hat man es gehört? Das habe ich gar nicht gehört. Ah, ja, okay. Das heißt, hier müssen wir Handtücher einräumen. Oh Gott! Meine Fresse! Ich habe gepupst. Lauter Schreck habe ich gepupst.
Tschüss raus. Das glaubst du? Hä, das weiß ich. Aber ich bin jetzt googeln. Bis später, Doom, bis später. Rat und dann Streamer, okay. Welcher Vivi bei OnlyFans folge ich dann? Nicht der Just Vivi. Ja. Kriegen wir den Eimer runter, ohne dass wir ihn ausschütten? Da könnten wir jetzt Wetten drauf annehmen. Ah, easy. Ich hab gerade auch gedacht, ey, wie easy. Und dann hat sie es ausgeschüttet. Gut. Aua. Richtig bitter. Ach so, das ist der normale Drauger. Ja. Okay. Das ist der normale. Ja, ja. Kennt ihr, also in früheren Religionen haben wir auch immer dieses Lied gesungen, so I love Jesus, deep down in my heart, I love Jesus. Und ich dachte früher immer, weil ich noch nicht wirklich Englisch konnte, dass wir singen, ich liebe Käse, eingedippt in mein Herz. Ich war der festen Überzeugung, dass wir im Religionsunterricht über Käse gesungen haben. Aber ich gebe zu, auch ich habe am Anfang gedacht, dass mit Jesus Käse gemeint ist. Als ich Kind war. Aber wir haben sowas nicht gesungen, um Gottes Willen. Ja, ich musste auch immer dieses Danke-Lied singen. Dieses Danke für diesen guten Morgen. Irgendwie so, ne? Und Vater Unser mussten wir immer sagen. Jesus. Jetzt habe ich, ich hab auch Bock auf irgendwas Käsiges. Bro, ich muss kurz gucken, da ist irgend so ein Insekt reingeflogen. Oh, ist das ekelhaft. Warte mal ganz kurz. Na los, frag sie nach dem Date. Sag ihr, was du empfindest. Ich meine, das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein. Was bist du denn? Was ist das? Weiß ich nicht, das war schon schlimmer als nein. Ich sehe da ein Ari-Cosplay, ein Popstar-Ari-Cosplay, Leute. Ich hab den Blick dafür, oder? Ist es Popstar-Ari? Keine Ahnung, kann auch was anderes sein. Okay, das sah nicht gesund aus. Hat man das in der Cam gesehen? Der hat ein Herz drauf, weil er mit Liebe gemacht ist und Liebe möchte man mit anderen Leuten teilen. Digga, hab ich auch. Bist du in dein Auge rein? Als ob, das wollte ich nicht. Ich wollte dir eigentlich mein Liebe geben. Manchmal geht Liebe ins Auge. Ja, Liza kennt sich damit aus, Leute. Und zwar genau so, was ihr denkt. Scheiße, ich brauch die andere Farbe. Ich brauch die andere Farbe. Sie braucht, er schießt sie einfach. Was machst du? Du kannst nicht mal aimen. Guck mal, du schießt so scheiße. Oh mein Gott. Für dich hat's gereicht. Ja, strong. Das sind Sterne und der Himmel, Chat. Jetzt. Ich habe eine Erklärung dafür, warum ich das jetzt schreibe. Es sind Sterne und der Himmel. Und der Himmel ist ja theoretisch wie so ein Feld. Also ist es Starfield. Als ob. Freunde, ich- als ob er das direkt hatte. Wenn es so einfach ist, würde ich das auch spielen. Käsefüße. Jesus, der du bist auf der Pizza. Oh, eine Käselauchsuppe, true. Was, wenn mir jemand sagt, ich dürfe keinen Käse mehr essen, weil ich sonst sterbe, würde ich mir ein Parmesanbrat bestellen. Und am besten noch ein Sarg dazu. Wir haben heute ein
Lucky, schön, dass du auch da bist. Es geht sehr themenbasierten Stream, weil ich Videos von euch genommen habe. Und das große Thema nach SCG ist heute Essen. Deswegen haben wir viele Food-Sachen an Videos. Zum Beispiel als erstes 8000 Gäste XXL-Buffet. Oha. Dann haben wir alles Essen auf dem Mittelalter-Festival. Oha. Dann nimmst du eine kurze Kurve an, aber es geht trotzdem weiter ums Essen. Ich treffe einen echten Kannibalen in Indien. Oh ja, die Kurve ist die Kurve ist stark, aber sie ist da, ja. Ja. Es ist, oh Gott, ekelhaft. Was? Warum steht da was, Chat? Heißt warum der, liegt der im Bett? Achso. Oh. Okay. Ich muss mir das sehen. Warum steht da was? Und ihr sagt, ich bin lost. Gronkh, meine Frau ist schwanger. Ich freue mich so sehr. Gern geschehen. Nein, war ein Witz. War ein Witz. Glückwunsch, wollte ich sagen. Glückwunsch. Sehr gut. Alter Gronkh. So einer bist du also. Alles klar. Da wissen wir ja jetzt Bescheid, ne? Nein, du sagst, du bist lost. Ja, nee, ihr sagt auch, ich bin lost. Mein Schutz heute, Knoblauch oder beißt du nicht? Ich beiße, aber ich liebe Knoblauch, Lucky. Das bringt dir also nichts. Spielen der Welt mit Universum-Ansicht, das eine zu finden, holy, echt krass. Wie Razor darauf reagiert, bin ich auch gespannt. Mittelalteressen ist echt der Hammer. Futter auch immer mein Eigengewicht auf dem Mittelalter-Spektakel. Das Problem ist, auf solchen Mittelalter-Märkten, ich war nur einmal. Aber da gibt's halt nur Fleisch und wenn man dann halt zum Beispiel eine Person ist, die nicht gern Fleisch isst oder eigentlich schon gerne Fleisch isst, aber kein Fleisch isst, dann ist das schon schlimm. Und du gehst sofort wieder runter. Ich hab die Schnauze voll. Sofort. Liz. Nein, Liz, ich mach kein... Nein, nicht in die Farbe. Oh Gott, bist du denn des Teufels? Nein. Komm, Abmarsch, raus. Nein, Liz! Oh Gott! Hey, Katzen! Ich liebe Katzen einfach so. Weißt du, du gibst einer Katze Aufmerksamkeit und was weiß ich. Und die tut so, als wärst du das blödste Arschloch auf der ganzen weiten Welt. Ne? Die hasst dich, die will nichts mit dir zu tun haben. Die sagt, ey, ich fuck mich nicht ab und hör auf mich zu streicheln. Aber kaum hast du keine Zeit und bist mit irgendwas beschäftigt, dann kommt dieses, hä? Wie, ich bin nicht der Mittelpunkt deiner Erde. Beachte mich. Hatte ich auch immer so. Wenn mir das Zeug jetzt um die Ohren fliegt, ich habe echt Angst davor, dann werdet ihr es also mitbekommen. Ich wollte was Süßes. Ach, das war im Ding. Oh Mann, ich dachte, das war bei mir. Ich wollte gerade sagen, warum ist das so laut? Blöd, wenn man auch diesen Sound lört hat, ne? Ist ihr Bier umgekippt? Das arme Bier. Kann man doch nicht einfach verschütten. Was, er kann nicht akzeptieren, dass sie das sagt. Jetzt hört doch mal auf! Dankeschön, Martin, für den Sound. Danke für den Support. Dieser Clip ist auch ohne Bild interessant. Scheiße, ich hab's nicht gelesen. Welcher Clip war's? Naja, weibliche Personen, die auf dem Mittelalter-Spektakel kein Fleisch essen, die gehören dann zum Hauptevent, die Hexenverbrennung. Oha, Heartless. Ey, Jack, schön, dass du auch am Start bist. Wie geht's dir? Ei? Zwei Freunde unterhalten sich. Du, mein Nachbar war ein Vampir. Woher weißt du das? Ich habe ihn gepfählt und er ist gestorben. Oh Mann, Jack, ey. Oh Mann. Das ist gleich wie mit der Hexe. Vielleicht auch nur jemand an der Tür. Ich habe schon mal erwähnt, das wissen nicht alle, ich habe hier eine Tür an meiner Wand, so eine Kniestucktür, weil ich eine Dachgeschosswohnung habe. Und die habe ich seit meinem Einzug nicht mehr geöffnet. Das ist so eine Abstellkammerbereich, Dingens Tür. Die kann ich aber auch nicht aufmachen, weil mein Schreibtisch im Weg steht.
Und ich habe Angst vor dieser Tür. Ich will die nie öffnen. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Also ich habe schon reingeguckt beim Umzug, aber danach nie wieder. Ey, Jem, schön, dass du am Start bist. Das geht, hi. Was für ein heißer Vampir. Du darfst mich gerne beißen. Als ob, ey. Wisst ihr, wie weh das tun muss? Ey, Sascha, es reicht jetzt! Dankeschön für noch ein Soundlet, Sascha. Danke dir. Vivi hat eine Tür, die nicht eingemauert ist, ja. Vielleicht ist Narnia dahinter. Nee, Narnia ist, in meinem ist auf der anderen Seite. Stell dir vor, da wartet einer seit dem Einzug und will wieder raus und kommt nicht raus, weil dann Schreibtisch steht. Ja, manche stehen drauf. Kennst du die Videos von Obdachlosen in den Zwischenwänden der Häuser leben? Ja, aber das ist ja nur bei Amis so. Oder? Vielleicht ist da der heiße Trickster drin. Ich glaube nicht. Willst du es sehen? Oh nein, wie süß! Der ist voll weggepennt. Oha, wie süß! Guckt es euch an. Der ist ja ultra weggepennt. Ja, gut, danke schön für's. Och Gott, das war ja Zucker. Oh, so ein Feini. Oh, ja, das war so Zucker. Monat, ich danke dir. Was hat Menka noch nie gemacht? Jedes Mal wieder ein Genuss. Aber das Quietschen vom Mikrofonhalter triggert mich nach wie vor. Donis Katsura. Welches Quietschen? Ich höre kein Quietschen. Oh, scheiße, jetzt triggert mich das auch. Alter, das könntest du in einen Horrorfilm einbauen. Also dieses Sound. Weiß nicht, was du meinst. Leute sind sackig auf mich dann. Die kommen rein, sind so... Wo sind denn eure Playstations? Ja, die sind ausverkauft. Ah! Oh, oh! Sag mal, Schall. Sag mal, bist du dumm? Oha, nenn den Feini doch nicht dumm! Er ist süß. Weit weg. War das übrigens ein Shiba Inu? Scheiße, ich hab nicht hingeguckt. Wartet nochmal. Da bist du ja gar nicht weit weg. Oha, also er hat's gefangen. Oha. Ja, eh. Guck mal, ey, du, dann wäre ein Profi. Okay. Geil. Ich hoffe, wir sehen uns ja. Hat mich auch gefreut. Ja. Der Typ hat Deponia gemacht. Ja, hier, hallo. Geil. Dr. Freud sind gerade. Asozial. Es war scheinbar Polaris. Ja, komm, flex doch wieder mit Gesang. Ja, und ich kann gar nichts, Mann. Bei mir hört sich das an, als würde sich jemand quälen und töten wollen. Ich habe, by the way, letztes Mal ein Video aufgenommen, wie ich singe. Einfach, weil ich selber mal hören wollte. Es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Es war aber auch nicht gut. Das Leckerste ist ja sowieso der Schwanz. Also der schmeckt so süß, der ist so gut. Ich mag das immer so, das Ende zu essen. Weil der Arsch ist ein bisschen bitter, aber der Schwanz ist mega lecker. Ich mag halt die Schale nicht so, weil die schmeckt ein bisschen bitterer, finde ich. Oder zumindest nicht so süß wie die Karotte selber. Deshalb schäle ich die Karotte. Und das Leckerste ist ja sowieso der Schwanz. Es ging um eine Karotte? Ich wusste gar nicht, dass eine Karotte einen Schwanz hat. Und was ist dann der Arsch? Ist der Arsch das, wo das Grüne rauskommt? Und was ist dann der Schwanz? Vorne die Spitze? Hä? Weiß ich nicht. Ich mag den Schwanz auch viel lieber als den Arsch, gebe ich öffentlich zu. Hab ich mach heute mal grünen Hintergrund. Guck mal, wie das aussieht. Sieht echt sehr, sehr gut aus. Muss man schon sagen. Stricker, schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir? Hi. Ich glaube, du hast da was am Mundwinkel. Echt? Nee, wo denn? Also fröhliche Songs mit einer Stimme. Als wolltest du Leute umbringen oder ins
oder um ihr Gehör bringen. Genau. Zweite. Muss ich auch nicht, naja, wieder was gelernt. Das Grünzeug. Dann vorne, ja. Okay, krass. Das erinnert mich an den Witz von Pocher mit diesem, ich mag die Art, wie sie denken. Mitte 40, ja, ich bin 47, ihr wisst nicht. Dankeschön für den Follow. Na, was geht? Hugo macht Compilations von Twitch auf YouTube. Ey, ich hab auch gestern. Wann Marty ohne. Hä, ich hab's nicht gecheckt. Was war jetzt das Ding da dran? Dass sie ein Eis ist? Ich wollte gerade eigentlich sagen. Ich hab die Fliege gar nicht gesehen! Die hat die Fliege gegessen! Jetzt seh's! Sag mal, da muss doch irgendwie eine Vorwarnung oder so sein. Mach Compilations von Twitch auf YouTube. Ey, ich hab auch gestern. Wann mach? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da ist die Fliege. Und sie isst sie. Also, sie tut mir leid, ne? Es ist nicht irgendwie, es ist nicht Lust, es ist schon lustig, ja, okay. Aber es ist jetzt nicht so verwerflich oder so, aber sie tut mir extrem leid. Ich habe auch schon mal fast eine Fliege verschluckt. Aber so eine fette, so eine diese Scheißfliegen. Also die, wo sie auf Kacke drauf hocken. Nicht die Schmeißfliegen, nicht diese grünen, sondern die schwarzen. Die dicken, fetten. Weil da besser kommt Fleisch dran. Ja, ein bisschen Proteine halt. Ne? Das ist ein gesundes Eis. Aber ich habe auf das Eis halt geachtet und habe mir gedacht, so, vielleicht sollte man on-stream so nicht ein Eis essen, weil man halt da dran rumlutscht. Das musste ich auch irgendwie lernen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich on-stream Eis esse, habe ich viel mehr Zuschauer. Und habe mich gefragt, warum. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, ist es dann doch so einfach? Nee, aber ich weiß es nicht so. Es ist halt schon schlimm. Wir gucken noch mal, wie sie hier die Fliege isst. Hugo macht Compilations von Twitch auf YouTube. Oh Gott, ey, das ist so furchtbar! Oh, hat sie das nicht gemerkt? Ich hab auch gestern. Oh. An Marty OnlyFans, ihr fragt das sehr oft, den gibt's doch längst schon, warte. Oh. Marty OnlyFans gibt's schon, heißt Sexy Bees. Und der Content, den ihr da erwarten könnt, ist in etwa so der hier. Oh, den also, würde ich mir auch wie reinziehen. Immer sexualisieren wir Rüdiger gegen seinen Willen. Ne? Oh. Das also, ne? Also gibt's schon. Ja, aber komm, so ein Bienen- und Hummelhintern ist aber auch mega cute. Ich glaube, ist schon 3 Monate alt oder so auf Twitter und Insta gesehen. Mit der Fliege. Die arme Fliege, ey. Ich muss leider wieder los, einen Grill an. Ey, Stricker, gönn dir. Guten Hunger. Ich glaube, die Reaction, wenn sie selber nicht sieht, ist. Oh, ey, imagine. Die Streamerin guckt sich diesen Clip jetzt an und sieht das, dass sie die Fliege gegessen hat. Alter, ey, mir kommt's gleich hoch. Mein Rentnerkollege, der immer Heuschrecken und Mehlwürmer Was? Ich würde jetzt gerne kotzen, aber ich darf nicht. Wie, du beißt in einen Apfel und siehst einen Wurm. Was ist schlimmer? Du beißt in einen Apfel und siehst einen halben Wurm? Ja, das ist schlimmer. Aber ich beiße aber auch nicht in Äpfel tatsächlich. Ja, so einfach ist, esse ich immer Eis. Lutsch das nie. Ich lutsch immer Eis. Ich lutsch es gerne. Weil es halt angenehmer ist, als so ein Eis mit Löffel zu essen. Ich weiß nicht, ich mag das Eis tatsächlich lieber, wo du halt so. Als so. Ich nehme auch immer eine Waffel statt einem Becher, weil du hast dann auch noch extra eine Waffel halt. Bereiten für eine Arschfeige? Ob die Biene bereit ist für eine Arschfeige, warte. Ja, ist sie. Guck. Auch hier.
Die Biene ist bereit für ihre Arschfeige. Hab mal getrocknete Mehlwürmer mit Paprikageschmack gegessen. Oh! Jetzt reicht's. Kapfergold, ich glaube, wir holen jetzt noch mal andere Jacken noch dazu. Weil, das glaub. Alter! Du scheiß Arschloch! Wer immer du warst, Alter, gescheißen, Alter! Ey. Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, Alter, geh! Ah! Von da sind wir gekommen, ne? Ja. Okay, lass uns da rein. Bist du nicht kommen? Ja. Darf ich einfach? Na klar. Okay, wir können auf unserer Liste heute, auf unserem Bingo können wir heute abhaken, Milchbaumwitz. Ne? Sonja wurde gerade Milchbaum genannt. Jen Jan, also Jen. Verdammt. Aber. Wie konnte nur Sonja Milchbaum genannt werden? Das ist ja furchtbar. Ich find's aber so geil, ne? Warte mal, wir gehen mal kurz zurück. Ich liebe diese Reaktion von Jen Jan, wie sie einfach drauf reagiert und sagt, ja, klar. Na klar. Na klar. Bist du Milchbaum? Ja, na klar. Okay, wir können auf unserer Liste. Ich lieb's komplett. Aber ganz ehrlich. Ich sag's mal so. Ja, so ein bisschen Ähnlichkeit ist bei den beiden schon da, so im Sinne von, sie kleiden sich schon ein bisschen ähnlich, die Haare sind ein bisschen ähnlich und so. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Streamer konsumierst, im Sinne von, du guckst dir seinen Content an und interessierst dich für den Streamer, dann erkennst du den Unterschied zwischen Jen Jan und Milchbaum zu 100 Millionen %. Du wirst sie nicht verwechseln. Das glaube ich nicht. Ganz einfach. Und das sind dann eher so Leute, wie ich zum Beispiel auf der Gamescom gesehen habe mit, oh, da ist eine Streamerin, oh, ist die bekannt? Nee, ja, nee, dann machen wir kein Foto. Wo ich mir denke so, ah, und wenn ich bekannt wäre, wenn ich eine große Streamerin wie, keine Ahnung, Milchbaum oder so wäre, dann würdet ihr ein Foto mit mir machen. Was für ekelhafte Menschen seid ihr eigentlich? Heute auf unserem Bingo können wir heute abhaken, Milchbaumwitz. Achso, ne? Warte mal. Spring nach vorne. Du musst doch nicht mehrmals werfen, wir können erstmal gucken. Warte, ein Wurf ist ein Versuch. Ja, okay. Ja. Oh. Chris. Da springt er so rum, dass die Dinger schon von alleine umfallen. Das klebt, der klebt. Oh, ja, das will ich. Ein bisschen sass. Ey, das ist der Griff, Leute! Das sagen sie alle! Geil. Also, was er kocht. Komm, Endspurt jetzt, Endspurt. Komm, Endspurt. Ja! Jetzt bist du natürlich als jemand, der das komplett als Geschicklichkeitsspiel gewertet hat, der Experte darin, wenn es um die Frage geht, sollten wir weiterspielen? Ja. Eine Runde an Euro, das heißt, wir verschleudern hier gerade ungefähr 90 Euro pro Stunde gefühlt. Ja, also, aber es ist doch eine gute Investition. Weiter geht's. Ja, aber es ist doch eine gute Investition. Nein! Was? Was? Dieser Automat funktioniert? Ja, so in Deutschland, so typisch Deutschland, ne? Der Automat, in Deutschland sind die, glaube ich, so ein bisschen manipuliert. In anderen Ländern darfst du das nicht. Du musst zugreifen können, also die müssen ordentlich packen. In Deutschland sind die manchmal so gemacht, dass die nochmal so einen Move machen, dass die so ein bisschen lockern, damit es runterfällt oder so. Und manchmal greift es dann wirklich. Und der Moment, wenn du weißt, dass du in Deutschland bist, wenn du dich wunderst, dass es geklappt hat. Zum Beispiel in Japan ist es halt anders. Da kannst du eher solche Sachen wirklich rausziehen. Dann neben ihren Freunden zu flexen. Oh, ich habe ein Foto mit XY gemacht, genau. Und dann so, aber es ist nicht Milchbaum, das ist genial. Vivi, die Leute, die kein Foto mit dir machen wollen, weil die der Meinung sind, du bist nicht bekannt, die leben doch nur in ihrer eigenen kleinen Bubble. Ich
also ganz ehrlich, es gibt ganz, ganz große Streamer, die kenne selbst ich nicht. Es ist immer so, in welcher Bubble du bist. Man kann nicht alle Streamer kennen. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen ekelhaft, wenn du nur mit Leuten Foto machen willst, weil sie bekannt sind und wenn du sie halt auch gar nicht anguckst, so wie, oh, guck mal, das ist Person XY, lass mal ein Foto machen, so, aber interessieren sich gar nicht für den Streamer. Ich finde es irgendwie ein bisschen verwerflich. Was, das hat Chenyan mit Asta, habe ich gar nicht mehr gesehen, fing um 19 Uhr an. Ah, schade, das sah aber lustig aus. Schlägt richtig an zu, ja. Och nee, Asus auf der Gamescom habe ich ein Mauspad von so einem Automaten gewonnen. Echt? Krass. Und auf der Kirmes habe ich 10 Euro in die Greifer investiert und 9 Sachen bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Gar nichts. Ich wollte nur ein Avocado haben. Ein Avocado. Mit Gesicht. In Japan habe ich nicht einmal geschafft. Dann ging eine Mama mit dem Kind dran und hat ein Plüschi rausgezogen. Oh nein, Tiere. Ich leide mit dir. Ich kann das auch nicht. Wir haben schon... Was ist das für eine komische Stelle, Penis zu rufen gerade? Also du kannst dir Penis oder denn? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Therese, ach so, ich habe Penis. Oh. Oh mein Gott! Ich glaube, alle haben Penis. Oh mein ich habe auch Penis verstanden. Oh mein Gott, das klingt jetzt sehr schwer, aber ich habe was Haariges zwischen den Beinen. Oh, sorry. Bin ich schon. Ja, sorry. Mach nochmal. Was? Gar nichts. Da passiert gar nichts. Du hast jetzt einfach einen sehr hässlichen Eiterfleck auf deinem Handtuch. Nee, da passiert gar nichts. Mach Wasser rauf. Da fehlt Wasser. Vielleicht muss Wasser rauf. Oh, warte, der kann. Oh ja, wow, es funktioniert. Oh! Nicht ganz so krass wie bei ihr, aber geil, es funktioniert. Ey, okay, I'm in. Hä, wie cool war das? Was haben die gemacht? Ich will es auch können. Lass mir da halt die Ausrede, die sind überall sabotiert. Ja, ich auch. Ich auch. Tira, die sind überall sabotiert. Es gibt sogar ein paar Streamer, die ich schaue, kleinere, mit denen würde ich kein Foto machen, nicht weil ich es nicht will, sondern ich finde es unangenehm, neben den Menschen, Streamern, in seiner Freizeit zu treffen, dann nach einem Foto zu fragen zu wollen. Die Rapper Olex zum Beispiel wohnt bei mir in der Nähe, war ja den Serbe auch nicht nach einem Foto gefragt. Oh, ich weiß nicht, Luke. Also zum Beispiel bei mir, das kann ich euch auch gerne sagen, solltet ihr mich mal irgendwie in Heidelberg rumgammeln sehen oder auch in Mannheim so. Oder irgendwo anders. Aber das ist mal meine Hut. Ihr könnt mich gerne nach einem Foto fragen. Wenn ich nicht aussehe wie ein Stück Scheiße, dann mache ich auch gerne ein Foto. Aber ich bin halt ein kleiner Streamer, ne? Mich kennt man auch nicht. Bin zu unbekannt. Aber ich würde mich trotzdem immer ich freue mich da immer. Außer ich bin am Essen, da dürft ihr mich nicht stören. Wenn ich esse, dann dürft ihr mich nicht stören. Weil da werde ich zur Sau. Okay. Das spüle ich auf den Stoff Wasser dazu und dann pusten. Alter, das funktioniert wirklich! Ja. Hör, ich will das auch! Warum mal? Hä? Ich hab's verpasst! Hä? Ich hab gar nicht gewusst, dass das so ein Ding ist! Guck mal, wie das jeder macht und ich hab's gar nicht mitbekommen! Und dann pust ich einfach. Und dann pustest du erstmal vorsichtig durch und dann immer mehr vielleicht. Oh mein Gott, es geht! Es funktioniert, oh mein Gott. Aber wie easy! Hä, ich will das auch können! Spüle auf den Stoff etwas Wasser dazu und dann von der anderen Seite pusten. Ich teste das später oder morgen. Also nicht im Stream. Und Matroxa, Dankeschön für den Follow. Willkommen unter meinen Vivianern. Dankeschön. Was? Foto? Onlyfans? Nee, kein Onlyfans. Vivi umarmt auch ihre schwitzigen Fans. Ja. Ich habe zum Beispiel auch nach dem Lasertag-Event jeden ganz, ganz doll und fest umarmt. Da war ich aber schwitziger als ihr. Ich hab's genau gesehen, das was unter den Wagen. Moment, Chat, ich habe Probleme. Mein Gummi hat sich gelöst. Wartet. Chat, Moment. Guck mal, das hat sich gelöst. Mein Grip, mein Gummi. Das ist scheiße. Wollen wir ihn frei machen? Ja, wir machen ihn frei, komm. Wir sind ja nicht so. So sind wir nicht, komm. Lauf.
ich glaube, der kann nicht mehr laufen. Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Hi. Kann ich speichern? Nein! Park. Ich weiß, der ist schon echt oldschool mit diesem, man will speichern und man klickt Spiel laden. Aber es ist immer noch Gold. Es ist immer noch Gold. Wir waren alle verschwitzt, also die mitgespielt. Genau, wir haben unseren Schweiß untereinander ausgetauscht. Ich fühle mich bei kleineren Streamern sogar wohler als bei größeren. Sie nehmen sich mehr Zeit für die Community, weil die eben nicht so überdimensional groß ist. Und man lernt jeden so ein bisschen kennen. Das stimmt, Luke. Deswegen habe ich auch immer gesagt, so ein krass großer Streamer würde ich gar nicht werden wollen. So ein bisschen größer, mit vielleicht ein paar hundert Viewer im Durchschnitt. Nicht so 500, 600, so. Mir reichen schon 100 oder maximal 200. So bin ich schon mega happy mit, wenn ich das erreichen könnte irgendwann. Große Mindelkartons. Oh, das ist oh Gott, ey. Ach, scheiße, ich wollte das Game noch kaufen. Wow. Das sah nice aus. Killt mich aber nicht. Nein, Vivi will keine 3K-Zuschauer. Bye. Ciao. Guck mal, wenn ich dann was Peinliches mache, dann hast du nicht nur 100 Viewer, die über dich lachen, dann hast du ja 3K-Viewer, die über dich lachen. Sowas wie mit der Fliege. Ja, okay, es wird meistens auch auf Stream Clips Germany gepostet. Aber wenn du das irgendwie verhinderst, so indem du den Clip löscht und das VOD und so, und keinem fällt's auf und nur die, die es halt gesehen haben, dann bist du halt geliefert, ne? Also nicht größer, wenn noch 5 Subben, wird keiner mehr reingelassen. Nein, Tira. Hä? Guck mal, wir haben jetzt 90 Viewer hier. Und ich meine ja so im Durchschnitt. Sagen wir mal, ich habe so ein paar hundert Viewer im Durchschnitt, bin ich vollkommen fein, so. Maximal, also allerhöchstens vielleicht so groß wie ASICS oder Katze. Ja, ihr bekommt was. Vor allem, da steht streicheln, ne? Aber wir streicheln die gar nicht, wir füttern die. Und das sollte man nicht tun, weil das sind die Waschbären von Toshara. Waschbären sollte man nicht füttern, weil ansonsten, gerade gesehen, kommen immer mehr. Na, gesehen? Kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Oha. Jetzt steht jemand hinter dir. Nein. Bullshit. Ich wusste es schon, dass es passiert. Also hör mal, das Spiel ist doch vollständig installiert, willst du mich verarschen? Ey, das ist gleich Headset wie ich! Das stimmt doch nicht mal! Kurz Moment! Geil! Ey, warum kannst du es dann spielen? Ey, gut, dass er eine Maus mit Kabel hatte, ne? Vivi, ich würde gerne mal mit Until Dawn sehen. Erschreckst du dich bei Jumpscare? Until Dawn werden wir noch spielen. Das steht noch auf der Liste. Das wird vielleicht sogar während Vivi Ween spielbar sein. Aber ich weiß es noch nicht, weil Until Dawn ist halt wieder ein größeres Spiel. Aber ich nehme es, glaube ich, in die nächste Auswahl mit rein. Habe ich aber auf jeden Fall vor, noch runterzuladen. Also werden wir auch auf jeden Fall noch spielen. Wenn Gronkh Stream Clips Germany guckt, bekommen das nicht nur 3K-Leute zu sehen, sondern 30K. Ich weiß, deswegen, aber das kannst du ja noch verhindern. Sagen wir mal hier so im Stream. Keine Ahnung. Auf einmal läuft Rotz aus meiner Nase und ich, keine Ahnung, versau mich oder so. Und das wäre mir ultra peinlich. Dann hätten es 3K-Viewer gesehen, wenn ich halt 3K hätte, aber vielleicht nur 100, wenn ich nur 100 hätte. Und ich kann ja dann verhindern, dass es bei Stream Clips Germany reinkommt, indem ich zum Beispiel die Clips lösche und das VOD lösche, wenn ich nicht will, dass das gesehen wird. Aber live kannst du es halt nicht verhindern.
war plötzlich und war... Oh Gott! Oh mein Gott! Junge! Oh, schnell! Er ist umgefallen. Du sollst nicht die Leichen kaputt hauen. Du sollst die Tür auf... machen. Also wenn du Among Us oder DBD spielst, hast du viele Zuschauer. Aber guck mal, du machst gerade Reaction-Content. Die 90 Zuschauer, die hier sind, sind gerade wegen dir da. Nicht wegen was anderem. Wegen der Reaction sind die da. Stream-Clips-Reaction. Nee, aber es ist leider normal bei mir, dass ich während Among Us die meisten Viewer habe. Deswegen reduziere ich das auch noch mal ein bisschen, weil ich nicht irgendwie möchte, dass irgendwann das überwiegt, dass ich nur viel Zuschauer habe bei Among Us und sonst halt nicht. Das wäre schade. Naja, Essensreste hast du im Gesicht? Gar nicht. Wie in meinem Stream. Ich lutsch gerne, bis das Weiße kommt. Dann wäre das ja mega peinlich vor 3K. Nee, das ist mir nicht peinlich. Das kam auch zweimal bei Streamgips Germany und bei Gronkh, der hat es sich angeguckt. Kurz vor Schluss der Story bist du im Blackscreen gegangen, kannst leider nicht weiterspielen, bis es gefixt ist, aber wie gesagt, es muss nicht heißen, dass jeder hat. Vielleicht hast du Glück, spielst das Schnurspiel blind oder ich kenn's noch nicht. Regst dich köstlich bei Moi auf. Maybe deswegen, ich reg mich immer auf. Ey, Chalinese mit Käse und Bolognese, aber in der Mayonnaise, was geht? Hi. Also ich bin hier für die schöne Frau. Heiß auf den Koch. Oh Gott, Shelly. Shelly ist einfach so cute, ne? Mann, da werde ich rot, wenn ich nicht so viel Make-up drauf hätte. Danke. Shelly einfach cutie. Hä, hat die einen Elefanten? Das ist so eine Hose, wo ein Mann sein Dödel reinstecken kann in den Rüssel. Nein, ich habe keine Idee, was ich damit anfangen könnte. Oh! Gott, das wusste ich nicht. Jung, hier. Junge, 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 Junge. Ich hätte gerne einmal hier zum Special Prize, das ich will die auch A-Set. Haben. Warte, da sind keine Fritten dabei. Ja, dann nehme ich Fritten extra. Ja, ansonsten sehe ich mich dazu gezwungen, Disziplinarmaßnahmen in die Wege zu leiten. Also, du kannst gegen mich keine Disziplin... Ist das dein Laden seit wann oder was? Ich wollte dich nur vorher gewarnt haben. Vor wem? Von dir? Ab heute wird dieser Laden hier sauber geführt und nicht länger... Mit reiner Willkür und mit Gewalt. Was willst du mal? Willst du mich mit deinem Flanellhemd jetzt gleich verprügeln? Ich glaube, es hackt. Toni, oh. Ich hatte gehofft, dass es nicht dazu kommt, aber du lässt mir keine andere Wahl. Ich könnte jetzt die Polizei rufen, aber ich denke, damit komme ich schon ganz alleine klar. Oh, dieser Flex! Geil. Oh, Katze. Ja, huge, die Trinkflasche. Ich habe auch so eine. Also, ich habe auch so eine. Die sieht sogar actually sehr ähnlich aus, aber ich. Bis zum heutigen Tag habe ich mich gefragt, für welche Zielgruppe war eigentlich dieses Zwischensegment in Pokémon? Who's that Pokémon? Weil es so offensichtlich war. Weil sie an Formen so einfach zu erkennen waren. Ich weiß nun, wer da dran gesessen haben könnte. Und geschrien haben könnte, Pikachu! Wenn das so ein Kreis war und es offensichtlich ein Smogon war. Who's that Pokémon? Es ist einfach so. Vamiona. Es ist einfach so. Warte mal, Yuna denkt, das ist. Ist das nicht ein. Wie heißt das denn nochmal? Föhn, wo so Wind rausföhnt. In Föhn, wo so bin ich. Ich finde aber das Game hier gerade ein bisschen langweilig. Kann man das irgendwie ein bisschen actionreicher gestalten? Ich schwöre, ich habe da nicht drüber nach. Oh Gott. Sie hat das Hühnchen gekronkt. Moment mal, stand in dem Spiel, sie hat das Hühnchen gekronkt? Du hast gekronkt, Hühnchen.
Das steht in dem Spiel drin? Geil. Muss ich sagen, ist cool. Ich schwöre, ich hab da nicht drüber nach... Oh Gott. Ich hab auch so einen Penis! Ich hab den gleichen. Sonja und ich haben den gleichen Penis. Cool. Nee, ich glaube, meiner sieht süßer aus vom Gesicht her. Irgendwie ist das verstörend. Ey, jetzt mal ganz kurz, ne? Also jetzt ganz kurz. Ich habe eine wichtige Frage. Wie erklärt ihr das, wenn jemand in euer Zimmer kommt und ihr habt das auf dem Stream laufen? Er ist halt einfach so. Selbst ein Porno kannst du noch erklären, aber das ist halt einfach anders wild. Ja, okay, Sonja hat einen haarigen, das stimmt. Soll ich mal meinen holen? Ah, der liegt gerade auf der Couch. Ja, wenn mein Penis ist süßer. Wenn ich morgen tot aufwache, weiß ich ja Bescheid. Wenn ich morgen tot aufwache, weiß ich ja Bescheid. Und kein Scheiß, ich habe die Tage wieder angefangen, meine Hebübungen für meine Schultermuskeln zu machen. Und ich musste umsteigen auf 2 Dosen abgelaufene Kokosmilch, die 400 Milliliter schwer ist, weil ich die Hanteln ohne Gewichte, damit das klar ist, meine Hanteln, ja, sind momentan nur Hantelstangen. Die Gewichte für die Hanteln sind nicht mal dran. Nur diese Stangen sind jetzt wieder zu schwer für mich. Hä, als ob, die Stangen wiegen doch gar nicht so viel. Ich dachte, das ist dein Freund und nicht dein Penis. Mein Freund und mein Penis sind 2 verschiedene Personen. Mein Penis ist das gleiche, was Sonja in der Hand hatte. Imagine, du bist ein Mann und sagst, dein Penis liegt auf der Couch. Männer, wie sich zwei. Oh, ja, okay, das kannst du nicht sagen. Als Mann kannst du es nicht sagen. Du meinst Langhantelstange. Du meinst Langhantelstange. Das erklär mal deinem Freund. Weiß nicht, ist der noch im Stream? Hä, der hat ihn mir doch gekauft! Ich fahr zweigleisig. Hä? Nein, ich fahr nicht zweigleisig. Wie geht ihrem Penis fremd? Gar nicht. Ja gut, dann ist alles geklärt. Wisst ihr, jetzt ist der irgendwie vielleicht einer nur AFK und so und kommt später wieder in den Stream und liest dann hier, Vivi fährt zweigleisig und geht ihrem Penis fremd. It's for you, it's my pizza. Das sieht ein bisschen falsch aus. Zur Hölle war das dumme! Anna, ich bin Mitarbeiter des Monats, nicht du! Oh, Daddy! Wenn ich mal im Durch durfte, danke. Alter, Sasa hat ja auch den Bug. Ich hab den Bug nie mitbekommen. Wunderbar, ein Problem weniger. Was guckt denn der aus dem Kopf? Ein Buch. Ist das Facebook? Ein Buch im Kopf. Entschuldigung. Oh nein, war das schlecht. Aber auch gut. Ey. Oh. Alter, der Sound Alert war ja perfekt. Geil. Mhm. Wo ist die Katze? Hier? Weg ist sie. Oha. Oh, es hängt. Ich hoffe, mein Hosenstall ist zu.
sieht man jetzt den Hosenstall? Oh, viele Kabel. Nein, nicht zu. Hä? Warum guckt sie da nicht schnell so? Ich habe jetzt schon erwartet, dass er offen ist. Ne? Wäre er zu gewesen, dann wär's, dann hätte ich mich gefragt, warum der Clip hier drin ist. Aber wenn du doch vorher sagst, ich hoffe, mein Hosenstall ist zu, warum machst du nicht den hier schnell? Du kannst dir schnell. Wisst ihr? Sie hat zumindest eine Hose. True, aber Streamer haben ja keine Beine, also frage ich mich, wie kann das sein? Nein, nicht neuer Versuch! Nein! Nein, ich will das nicht noch! Nein, ich will das auch nicht! Nein! Mann! Ich wollte weitermachen! Ich wollte es nicht nochmal von. Tja, der Zug ist genau abgefahren. Sonst bist du Grütze. Haha, wer ist damit? Ich habe dir etwas erzählt, was du nicht wusstest, okay? Du weißt sehr viel. Ein Zahn! Ist ja auch weißer als Zahn. Sorry, Mann. Nein! Oh Gott! Oh, der hat mich fast an meinem Arsch berührt. Gut, meine Titten sind noch drin. Ich hab einen Kopf. Der hat mich fast an meinem Arsch berührt. Mhm. Hat er gerade gesagt, ich hab einen Kopf? Ich hab einen Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Warte, warum habe ich jetzt... Ich habe noch... Was ist das? Also die anderen Teile sind einfach Extra-Teile, aber was ist das? Ich habe einen Teil und ich weiß nicht, wo es hingehört. Die anderen sind einfach Extra-Teile. Das ist ein Teil drinne. Habe ich die ganze Zeit jetzt mein Messer genutzt, obwohl ich einen Teil drinne hatte? Sie verabschiedet sich auch schon. Und wie gesagt, schaut gerne bei Streamclips Germany überall, wo ihr ihn finden könnt, mal vorbei. Ist ein cooler Dude. Ich kenne ihn persönlich. Nice. Der hängt da hinten auch an meiner Wand. In Fotoform. Ich habe ein Foto mit ihm an der Wand. Nein. Ja, Moment. Ja. Der hängt da hinten an der Wand. Ja, geile Folge. Leute, da gehen wir rein. Ich schicke euch hier den Clip in den Chat. Ihr klickt jetzt ins Originalvideo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier Daumen nach oben, abonnieren mit Glocke. Und schaut doch gerne mal in ein paar Tagen bei React Clips Germany rein und macht da auch ein Follow und gerne kommentieren. Sagt so, yo, geile Folge oder hey, coole Arbeit oder irgendwas kommentieren. Ist immer gut, Leute. Ist immer gut. So.